Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 19. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, zuletzt hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen Schwerin gehabt. Ja, da haben wir 1-1 gespielt. Ja, gar nicht mal schlecht. Nächste Freundschaftsspiel ist gegen Kirchheim. Ja, bin ich mal gespannt. Ich möchte heute ein bisschen umtauschen, die Mannschaft. Ich möchte gerne... Na, wie heißt der? Den Kurz gerne dabei haben. Vielleicht auch den Flauder. Ich möchte ein bisschen die Jugend mal ein bisschen spielen lassen. Ein bisschen Erfahrung sammeln lassen. Ja, schauen wir mal, was wir da machen. Spieltag ist am 11. Ja, dann würde ich mal sagen, eine Runde golfen. Nee, geht nicht. Weder noch. Okay. Dann gehen wir rein in die Mannschaft. Ja, dann gehen wir rein in die Woche. VfL Kirchheim Tech gegen den ersten FC Termin. Ja, wir spielen in Kirchheim, im Kirchheim Stadion. Ja, knapp 600 Zuschauer werden erwartet. Ja, schauen wir mal. Wir haben etliche Nachrichten, gucken wir uns mal an. Der Lamberts ist wieder fit, das ist sehr gut. Stecher hat sein Trainingsziel erreicht. Gucken wir uns mal an. Bisschen Ausdauer. Ausdauer ist schon wichtig, aber das ist erstmal unrelevant. Also ein bisschen Antritt üben. Zack. Scouting. Becker ist noch angeschlagen, ist in Ordnung. Dietz ist wieder fit, sehr gut. Hübsch ist auch fit. Jawohl. Kron auf Städtetour. Auf Wunsch seiner Frau ist Kron am nächsten Wochenende per Billigfliege auf eine Städtereise im Ausland. Also, der ist nicht dabei. Ist nicht dein Ernst. Du warst doch gerade gesund geworden. Ah. Macht nichts. Gut, gucken wir uns jetzt mal die Mannschaft an. So. Ich möchte gerne von Jugendmannschaft den Flauder hochholen. Erstmal für eine Woche. Jawohl. Und Kurz. Ja, nehme ich auch mal mit in den Pokal berufen. Zack. Dann kann der Flauder wechseln mit. Genau. So. Möchte den. Ja, eigentlich würde ich das so gerne belassen. David möchte ich mir nochmal angucken. Mal Trainingsziele. Gar nicht eingestellt. Ja, mache ich mal einmal mit euch zusammen. Dribbling, würde ich mal sagen, große Pässe. Antritt, Ballkontrolle, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Wen habe ich denn noch nicht eingestellt? Einmal durchgehen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Hatte ich den wohl übersehen. Okay. Gut. Ja. Becker hat keine Lust. Vertrag anbieten brauche ich dir nicht, weil du wirst eh bald in Rente gehen.
Ja. Na gut, dann gehen wir mal einmal Taktik rein. Was mache ich? Also die Werkette, wieso mache ich das? Genau so. So. Das können wir eigentlich so lassen. Die Jungs haben gegen Schwerin gut gespielt. Pausch bewacht Sellmeister, Bese Rheinfelder und er bekommt eine Sonnebewachung. Und Hans bewacht ihn ein bisschen. Ja, soweit, so gut. Wie schon gesagt, ich möchte heute ein bisschen die Jugend am liebsten rannehmen. Kurz kann mit Klee einmal wechseln. Denn wir so gut wie alle Jugend mitgenommen. Für uns fehlt noch ein Sturm, ne? So rein theoretisch, wir haben bloß drei, vier Sturm. Na gut, drei kann man eher sagen, ne? Den Janscher möchte ich gerne im rechtes Mittelfeld haben. Mal Jugend gucken. Den hier, den Bernhard. Ja, nicht schlecht. Könnten wir vielleicht aufbauen. Ja, ich würde mal sagen, so sieht das schon gut aus. Dürfen wir jetzt was machen? Ja, Erste-Hilfe-Kurs, das hört sich gut an. Muss man eh, glaube ich, als Trainer haben. Den Kurs. Ja, gegen Kirchheim, ne? Bin ich mal gespannt. Spiel starten. 3D-Modus, sehr schön. Ja, könnt ihr euch Heimtrikot anziehen. Wir bleiben bei unserem Auswärtstrikot. Jo, und gebt euer Bestes. Ja, ich möchte, dass ihr, ne, kein Zweigänge aus dem Weg geht. Ich möchte, dass ihr Einsatz heute zeigt. Ja, bin ich mal gespannt. Vor allem, was die Jugend heute so zeigt. So, Schwerin. Schwerin sage ich hier. Demmin, komm. Schwerin, Demmin. Hört sich ja fast genauso an. So. ZZ, los geht's. So, einmal einstellen. Glaube ich, ist glaube ich schon auf 4. 4, genau. Oh, das sieht wie die erste gelbe Karte für uns aus. In der dritten Minute. Für Bese. Für Linus. Ja. Stern ist immer gut. Ja. Das war's. Das war's. Gelb-rote Karte. Uiuiuiui. So früh. So. Machen wir so. Sind wir ein bisschen anfällig hier drüben. Dann können wir Ihnen aber sagen, immer zur Taktik. Anweisung. Sei mal ein bisschen aggressiver. Geh ruhig mal ran. Vorstöße nicht so. Bleibt man lieber auch positionstreu. Bleibt man lieber da, wo du bist. Steig gegen brauchst du jetzt nicht. Nach vorne gehen brauchst du auch nicht. Bleib einfach hinten und verteidige ein bisschen. Wenn nicht, muss ich ihn vielleicht noch ein bisschen weiter in den Händen holen. Schauen wir mal. Thank you.
Hans, was macht er da? Haut den Ball erstmal raus. Minge. Ertel, macht es gut. Sehr gut. Bürgner, gute Parade. Ecke. 10. Minute. Kopfball, aber zu hoch. Pausch. Knützinger. Ah. Zehnte Minute, Einwurf für uns. Hans. Jawohl, hau den Ball erstmal raus. Dietz. Knützinger könnte noch rankommen, aber Hartwig holt sich den Ball. Ganz einfach. Hans, sehr gut. Macht gutes Spiel. Knützinger. So, was macht Knützinger? Gibt es für uns erstmal einen Freistoß. Keine gelbe Karte. Hätte man ruhig geben können. Ja, durch die gelb-rote Karte haben wir es noch schwerer. Asante kommt ran, gibt ab. Eigentor. Eigentor von Weidenmüller. Ja, Hacke. Das ist ja... Macht nichts. Hans macht das gut. Dietz kommt ran. Aber abseits, okay. Weidenmüller. Asante. Ja. Sieht nicht gut aus für uns. Aber es sind nur reine Freundschaftsspiele. Darf man nicht vergessen. Es sind keine Ligaspiele. Oh, sehr schön. Sauber verwandelt durch Asante. Ja, es sind nur Freundschaftsspiele. Die Jungs sollen ein bisschen Erfahrung sammeln. Klar, Siege sind natürlich auch gut. Aber man kann ja auch nicht alles erwarten. Bürgner. Stecher macht das gut. Weidenmüller, genau. Ja. Er ist eigentlich. Gucken wir uns mal an. Ja, ordentlich gekrätscht. Hätten wir auch die rote Karte zeigen können. Ja, mal gucken, ob wir in die zweite Halbzeit irgendwas reißen können. Aber ich nehme eher an nicht. Aber Weidenmüller. Weidenmüller. Ja. Schade. 3-0. Ja. Torfestival seitens Kirchheim. Hans. Reinfelder. Reinfelder macht das gut. Aber Hans holt sich den Ball zurück. Halbzeit. So. Dann lass uns mal gucken, was wir hier machen. Ja, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Los, macht das so, wie wir das im Training einstudiert haben. Motivieren. Einmal durch die Reihe durch, würde ich mal sagen.
Steche wechsle ich aus. Ja, das war halt blöd gerade. Weidenmüller wollte ich eigentlich motivieren. Ja, so ist ein Eigentor. War das nicht gut? War es nicht gut? Steche wird immer Massage. So, Steche möchte ich gerne auch raus haben. Er ist nicht mehr so frisch. Steche. Hans, könntest du? Du könntest. 27. Bist fleißig. Staber. 24. Nee, lass uns mal die Staber machen. Später möchte ich einen. Ja. Janscher. Kurzer, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Janscher, da ist er schon am Ball. Dietz. Minge. Minge, was macht er? Sieht Knützer. Knützinger. Sieht Dietz. Aber Hartwig kommt schneller am Ball ran. Vorteil, sehr gut. Und Weidenmüller macht das recht gut. Stört früh. Holt sich den Ball. Dietz. Dietz. Ah. Ja, die nächste Auswechslung können wir uns gleich uns drum kümmern. Staber kommt leider nicht am Asante ran. Ja, ich glaube, das wird heute eine hohe Niederlage werden. Mit 3-0. Ich glaube, Anschlusstreffer schaffen wir nicht. Okay. Lass uns mal, bevor der Ball rauslüpft. Und ja, Ertel würde ich gerne raus haben für Kurz. Dann können wir mal gucken. Oder mal einmal Abbruch. Einmal Abbruch. 20. 20 hat mir gesagt. 20. Weiß ich nicht. Janscher, du bist. Ich suche jetzt einen, der rechtes Mittelfeld. Hinten so ein bisschen. 25. Ja, Hebisch vielleicht. 25. Ich möchte das jetzt ein bisschen umändern. Ich möchte, dass wir jetzt so machen. Genau so. Hans kommt raus. Hans kommt raus. Und dann möchte ich gerne Hebisch dabei haben. Ihn dabei haben. Kurz. Und danach sehen wir gleich weiter. Mal Taktik gucken. Ich glaube, das ist, glaube ich, so besser. Böckner macht das gut. Freistoß, Gelegenheit seitens Kirchheim. Asante, aber Kurz. Ersten Mal am Ball, sehr gut. Dietz, Dietz, was macht Dietz? Gibt ab zu Janscher. Aber der Ball war zu weit. Janscher wieder am Ball. Gibt ab zu Krötzinger. Christopher kommt leider nicht mehr ran. Minge. Dietz.
Aschenbrenner. Ja, die Fans wollen noch ein Tor sehen. Ich möchte gerne noch ein paar andere Leute sehen. Können wir ruhig jetzt alle durchwechseln. Torwart lasse ich so. Asante hat jetzt eine Menge Platz. Ja, schade. 4-0. Ja, wir dürfen es nicht vergessen. Ne? Ist bloß ein Freundschaftsspiel. Kirchheim ist auch stärker. Tippen wir alles durch hier. Hilbert. Dietz, Lauda und... So, ich guck mal einmal Teamvergleich. Müssen wir hier was ändern? Ja, Hebisch. Sonderbewachung hierhin, keine Ahnung. Jetzt lassen wir das so. Sillmeister. Okay. So. Flauder macht das gut. Gibt ab zu Gilbert mit dem Kopf. Wäre fast ein Tor gewesen. Macht nichts. Reinfelder geht. Nährlinger kommt. Sehr gut. Dietz. Och, Leute. Janscher. Janscher macht das sehr gut. Holt sich den Ball. Ja, 4-0. War heute eigentlich nicht mein Tagesziel. Ah, Schäffler hat Platz. Hebisch holt sich den Ball. Sehr gut, Staber. Wollte heute zumindest einen Unterschied rausholen. Aber gut, 4-0 verloren. Kann man nichts machen. Ja, Eigentor durch Weidenmüller. Aber selbst wenn dieses Eigentor nicht wäre, ja. Na gut. Zwei Tore durch Asante. Ein Tor durch Yannick Januario. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich würde mal gerne gucken, Statistik, wie viele Schüsse aufs Tor. Ah, bei uns nicht meinen. Ja, haben wir keine Chance gehabt heute. Na gut. Verloren ist verloren. So. Stecher fällt aus. Bis zum 14.08. gegen Pollendorf. Kann er vielleicht noch ran. Ist nur ein Freundschaftsspiel. Ach ja. Da bin ich mal gespannt, wie wir gegen die zweite von Görmin spielen. Hat mir 1-1 gespielt. Na, gucken, wie die zweite so drauf ist. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ja, in dieser Folge geht es dann gegen Pollendorf dran. Auch Freundschaftsspiel. Spielen wir auswärts. Gucken wir uns nochmal an. Ja. Ja, von den beiden neuen
die Jugend, den Kurz und den Flauder, konnte man nicht so wirklich was sehen. Ne? Mal gucken, vielleicht holen wir im nächsten Spiel die beiden wieder hoch. Schauen wir mal. Nee, oh, guck mal da, wir haben noch 3 Nachrichten. Scouting ist abgeschlossen. Okay. Lambert. Ja, ja. Okay. Okay. Alles gut. So. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest. So, ich bin jetzt wie weg. Und tschüss.